Willkommen in Wales. Wir fahren heute den neuen Range Rover Sport. Und was es mit der 747 auf sich hat, dazu gleich mehr. Mit der zweiten Generation des Range Rover Sport stellt sich Land Rover quasi selbst in den Schatten. Denn das Luxus-SUV toppt alles bislang Dagewesene. Da sind für die Briten Superlative gerade gut genug, um ihr jüngstes Modell zu charakterisieren. Es sei das bislang schnellste, agilste und fahraktivste SUV der Marke. Entsprechend gespannt steigen wir ins Oberhaus. Und das in des Wortes doppelter Bedeutung. Denn hier erwartet uns zum einen eine Luxuslandschaft vom Feinsten, andererseits thronen wir gewissermaßen über den Dingen des Lebens. Und die sind, wie auch auf dem Testgelände in Wales, durchaus nicht immer eben und asphaltiert. So versenken wir unseren Range Rover Sport kurzerhand beherzt im tiefen Schlamm, den er unbeeindruckt durchpflügt und uns bravourös ans trockene Ufer bringt. Die Weight-Sensing-Funktion bewahrt vor unliebsamen Überraschungen. Sie checkt automatisch die Wassertiefe. Watttiefen bis 850 mm sind für den Range Rover Sport kein Problem. Auch die maximale Bodenfreiheit wurde um 58 auf 292 mm angehoben. Dass dem allradgetriebenen Sport die Land Rover-typische Geländetauglichkeit derart konsequent mitgegeben wurde, hat uns dann doch überrascht. Ebenso souverän und agil ist er aber auch auf der Piste. Hier liefert er exaktes Handling und die bislang überzeugendste Fahrdynamik der Marke. Der Auftrag war beim Range Rover Sport ganz einfach zu sagen, mehr Range Rover und mehr Sport. Für die, die Offroad-Features haben wollen, der Wagen bietet das alles. Für die, die auf der Straße die ganze Onroad-Dynamik erfahren wollen, durch die Leichtigkeit des Fahrzeuges, erleben das in einer Form, wie wir sie noch nie hatten. Einer der Hauptursachen dafür und Hauptgründe ist die schiere Physik. Der Wagen ist 420 Kilo leichter als das Vorgängermodell und das spürt man, fühlt man in jeder Situation, wie man das Fahrzeug bewegt. Und so ist es auch. Trotz seines kraftvollen Auftritts lässt sich das SUV leichtgängig dirigieren und in jeder Situation gut unter Kontrolle halten. Dafür sorgen eine elektrisch unterstützte Servolenkung, hochmoderne Fahrwerkslösungen und Systeme wie beispielsweise die adaptive Fahrwerkssteuerung mit verstellbaren Dämpfern oder ein aktives Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Eine Neigungssteuerung begrenzt zudem den vertikalen Ausschlag bei zügiger Kurvenfahrt auf ein Minimum. Zur Einführung des neuen Range Rover Sport bietet Land Rover zwei Dieselmotoren als 3-Liter-Version mit 258 bzw. 292 PS an. Zusätzlich gibt es einen V8 mit 510 PS. Für dieses Jahr zum Jahreswechsel geplant ist ein Hybridmodell und ein 4,4 Liter Diesel. Innen erwartet uns ein hochwertiges, komfortables Ambiente mit einer Kombination aus Leder und eleganten Metalldetails. Mit seinen 4,85 Meter ist der neue Range Rover Sport gerade mal 62 mm länger als sein Vorgänger. Dank des verlängerten Radstands um fast 18 cm hat man jedoch deutlich mehr Platz im Fond. Optional lassen sich auch noch zwei weitere Sitze aus dem Unterboden des Raumwunders zaubern und machen aus dem 5-Sitzer auf Knopfdruck einen 5-plus-2-Sitzer. Aber nun wollen wir endlich das Geheimnis um die anfänglich gezeigte Boeing 747 lüften. Land Rover hatte eigens für die Fahrpräsentation des neuen Range Rover Sport einen ausgemusterten Jumbo zu einem Geländeparcours ausgebaut. Hier begegnen sich zwei Giganten ihrer Zunft und lassen auch den abgeklärtesten Journalisten einfach nur staunen. Mit dem neuen Range Rover Sport hat Land Rover wieder einmal den Spagat geschafft zwischen purem Luxus und voller Geländegängigkeit. Für uns das absolute Highlight bei dieser Veranstaltung und der Beweis für das, was das Auto kann, war die Fahrt mit dem Wagen durch eine 747.